Jetzt wollen wir über die Entwicklungsmöglichkeiten sprechen. Herr Schäfer von der Universität Greifswald in Deutschland. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt schon viele schöne Beispiele gehört und Herr Rast hatte mir auch eine schöne Vorlage geliefert. Wir müssen nicht nur den Fluss im Blick behalten. Und in meinem Vortrag, jetzt hier auch in dem aktuellen Block der Konferenz, geht es um Perspektiven für eine nachhaltige Entwicklung. Und ich möchte Ihnen darlegen, welchen Beitrag die Paludikultur dafür leisten kann. Also die Paludikultur, das ist die torferhaltende landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung von Mooren. Bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich Ihnen einen Bezug zum Ziel der Konferenz, nämlich das Denken über den Fluss im Lichte der Wasserrahmenrichtlinie und der nachhaltigen Entwicklung herstellen. Die Oder ist nur ein verschwindend kleiner Teil vom Einzugsgebiet, der den Fluss mit Wasser und Dingen, die da nicht hineingehören, speist. Die nachhaltige Entwicklung findet vornehmlich im Einzugsgebiet der Oder statt. Und darüber möchte ich im Nachfolgenden sprechen. Betrachten wir uns also zunächst den ökologischen Zustand der Oberflächenwasserkörper. Im Entwurf des aktuellen Bewirtschaftungsplans für die Oder wird ein überwiegender Teil als mäßig, unbefriedigend oder schlecht bewertet. Der Zustand im Stettiner Haff ist unbefriedigend. Das ist nicht gut. Eine Hauptursache des schlechten Zustands ist die diffuse Belastung der Oberflächengewässer durch N- und P-Einträge aus landwirtschaftlichen Quellen. Darauf wird im aktuellen Bewirtschaftungsplan an mehreren Stellen hingewiesen. Ich habe in dem Bericht aber keinen Hinweis auf die landwirtschaftliche Nutzung der Moore als Ursache für den schlechten Zustand gefunden und habe den Eindruck, dass diffuse Belastungen nur diffus wahrgenommen werden bzw. dargestellt werden. Entwässerte Moore für landwirtschaftliche Zwecke sind sehr wohl diffuse Nährstoffquellen. Die nächste Folie zeigt den flächenmäßigen Umfang der Moore im Oder-Einzugsgebiet. Insgesamt gibt es im Einzugsgebiet 400.000 Hektar Moore, die mit einem Anteil von 93% überwiegend in Polen liegen. In meinem Vortrag möchte ich nicht auf den Zusammenhang zwischen entwässerungsbasierter Moornutzung und Klimaschutz eingehen, obwohl ich Ihnen als Ökonom einiges dazu vortragen könnte. Stattdessen will ich im Weiteren auf die gewässerschutzrelevanten Aspekte der Moornutzung fokussieren. Die nächste Folie zeigt den Zusammenhang zwischen entwässerungsbasierter Moornutzung und Gewässerschutz. Natürliche Moore funktionieren als Filter gegen Nährstoffeinträge in das Grundwasser und die Oberflächengewässer. Da sie unerwünschte Nähr- und Schadstoffe zurückhalten und reinigen, werden sie auch als die Nieren in der Landschaft bezeichnet. Durch die Entwässerung mithilfe komplexer technischer Systeme verlieren sie diese wichtige Filterfunktion. Aus Nährstoffsenken entstehen diffuse Nährstoffquellen, mit denen wir uns im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung beschäftigen müssen. Aus meiner Sicht sind die Ursachen für den schlechten Zustand der Oberflächengewässer keineswegs diffus. Die negativen Folgen der entwässerungsbasierten Moornutzung sind seit langem bekannt. Links in dem Bild sehen Sie, das ist ein Bild aus Amerika, 9 Meter in 52 Jahren, Moorsackung, Bodendegradierung, Nährstoffeinträge, Treibhausgase werden freigesetzt und, und.
Also man kann nicht sagen, dass man es nicht weiß. Man weiß es seit langem, dass die negativen Folgen, hier aus den 80er Jahren die Beispiele, die zeigen sehr augenfällig, dass wir permanent die Substanz unseres Wirtschaftens zerstören. Dies müssen wir als Tatsache klar erkennen und etwas ändern. Als Ökonom muss ich darauf hinweisen, dass die entwässerungsbasierte Moornutzung nichts, aber auch gar nichts mit den Grundsätzen einer nachhaltigen Entwicklung zu tun hat und genau das Gegenteil davon ist. Der Zustand und die Nutzung der Moore sind in einem beklagenswerten Zustand. Die seit dem 18. Jahrhundert andauernde, großflächige Entwässerung für die Land- und Forstwirtschaft hat negative Auswirkungen auf den Gewässer- und Klimaschutz sowie auf die biologische Vielfalt. Der aktuelle Zustand ist geprägt durch Nutzungsaufgabe in schwierig zu bewirtschaftenden Teilbereichen, was hauptsächlich dazu führt, dass eine Sukzession mit Sträuchern und Bäumen stattfindet und die Moore weiterhin als Nährstoffquelle fungieren. Seit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union im Jahr 2004 werden im Rahmen der allgemeinen Umstrukturierung und Intensivierung der Landwirtschaft zunehmend neue Entwässerungssysteme gebaut und alte Gräben saniert. Die Entwässerung stellt nach wie vor eine große Belastung für die Gewässergüte dar im Einzugsgebiet der Oder und vor allem in tief entwässerten Gebieten, die in der Regel landwirtschaftlich genutzt werden. Die Umstrukturierung der Landwirtschaft, die mit Flurbereinigung und Produktivitätssteigerungen einhergeht, ist ein Prozess, der mit EU-Mitteln finanziell unterstützt wird und auf eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe zielt. Die nicht nachhaltige Moornutzung mit Agrarsubventionen ermutigen nun landwirtschaftliche Betriebe dazu, Moore und Moorwiesen zu entwässern, um sie leichter mit modernen Mähmaschinen befahren zu können, damit sie die Subventionen erhalten. Perverserweise gilt dies auch für die Agrarumweltbeihilfen, die eigentlich der biologischen Vielfalt für die Erhaltung der biologischen Vielfalt der Moore bestimmt sind. Stellt sich also die Frage, wie es weitergehen soll. Die weitere Entwässerung und Nutzungsintensivierung hat keine Zukunft. Solche Bilder haben wir öfters, dass sich schwere Maschinen in den Mooren festsetzen und die Bewirtschaftung wird immer schwieriger und vorausschauende Landwirte müssen aus Verzweiflung auch nicht den Kopf in das Moor stecken. Kommen wir nun zur Paludikultur. Vorher noch ein paar Zahlen, Maßnahmen zum Nährstoffrückhalt in organischen Böden. Für die Erreichung der gewässer- und klimaschutzpolitischen Zielvorgaben sind in fast allen Bearbeitungsgebieten des Einzugsgebietes weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoffbelastung von Gewässern durch die Landwirtschaft erforderlich. Wiedervernässte Moore und Feuchtgebiete wirken aufgrund ihres Wasserspeicherungsvermögens ausgleichend auf den Landschaftswasserhaushalt, verbessern den mengenmäßigen Zustand von Oberflächengewässern und Grundwasser und wirken der Eutrophierung entgegen. Die Zahlen zum Nährstoffrückhalt, hier mal ein paar Zahlen aus der Literatur zusammengestellt, durch die Moore sind beeindruckend. Es mangelt auch nicht an konkreten, umsetzbaren Maßnahmen und Konzepten zum Nährstoffrückhalt bei der landwirtschaftlichen Nutzung mineralischer und organischer Böden. Ich habe in den vergangenen Jahren in verschiedenen Projekten daran mitgearbeitet und bitte um Nachsicht, dass ich Ihnen nur die deutschsprachigen Veröffentlichungen zeigen kann. Am weitesten fortgeschritten ist die Fachstrategie zur Umsetzung des Moorschutzkonzeptes in Mecklenburg-Vorpommern. Ich komme am Ende nochmal darauf zurück. Kommen wir nun zu den torferhaltenden Paludikultur. Dort können wir vorhandene Bestände, Nasswiesen und Nassweiden nutzen oder die Bestände auch gezielt anbauen.
Es geht um die Aufrechterhaltung einer produktiven Bewirtschaftung von nassen Mooren, die auch für den Gewässerschutz eine wichtige Rolle spielen könnte. Weil, und das ist ein wichtiger Punkt, durch die Ernte auch Nährstoffe von den gewässernahen Standorten entzogen werden. Wir begreifen Paludikultur als eine integrative Systemlösung für eine nachhaltige Entwicklung und müssen unbedingt auch die Verwertungsmöglichkeiten im Blick behalten. Nach über 300 Jahren entwässerungsbasierter Moornutzung ist die Paludikultur jedoch ein Novum. Die Verwertung der Biomasse ist bislang nur marginal in Nischenmärkten etabliert, zum Beispiel die Schilfrohrgewinnung oder die Beweidung mit Wasserbüffeln. Wir wollen heute aber über nachhaltige Entwicklungsperspektiven sprechen und da sehe ich große Potenziale im Bereich innovativer stofflicher Verwertungsmöglichkeiten. Und durch die Umstellung auf nasse Bewirtschaftung inklusive Nutzung und Weiterverarbeitung der Biomasse können Produkte aus Paludikultur einen Beitrag für eine kreislauforientierte Wirtschaft leisten. Das Portfolio an hochwertigen Verwertungsmöglichkeiten ist sehr vielfältig und teilweise noch unbekannt. Einen Überblick gibt über das breite Spektrum der infrage kommenden Paludikulturpflanzen, gibt die Datenbank für Paludikulturpflanzen, die der Öffentlichkeit immer frisch und aktuell auf der Homepage des Greifswald-Moor-Zentrums zur Verfügung steht. Auch die Verwertungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Aromastoffe und medizinische Verwertungsmöglichkeiten werden vermutlich nur eine geringe Flächenrelevanz haben. Die Wertschöpfungspotenziale sind dennoch nicht zu unterschätzen. Erlenwälder liefern nicht nur Holz, sie stabilisieren den Landschaftswasserhaushalt und reinigen auch das Wasser. Die Flächenrelevanz ist deutlich höher und die Wertschöpfungspotenziale durch die Erzeugung marktfähiger und hochwertiger Produkte sind ebenfalls vorhanden. Die Schilfrohrkultur ist eine traditionelle Nutzungsform nasser Moore. Gegenwärtig ist die Nachfrage für Dachschilf in Deutschland größer als das Angebot. Pro Jahr werden etwa 15 Millionen Bunde benötigt. Die Nachfrage wird gedeckt durch Importe, deren Anteil bei etwa über 80% liegt. Die Flächenrelevanz ist eher als gering einzuschätzen. Um den inländischen Bedarf zu decken, würden in Deutschland etwa 10.000 Hektar benötigt. Zum Vergleich, wir haben 1 Million Hektar Moore. Rohrkolben ist ein idealer Baustoff, den wir derzeit leider auch nicht liefern können. Zuerst kommt die Anpflanzung, dann die Wiedervernässung und erst dann haben wir die Biomasse für hochwertige Dämmstoffe aus Rohrkolben und Schilf. Und wenn uns am Ende des Tages nichts mehr einfällt, dann können wir die Biomasse auch noch energetisch verwerten. Die Flächenpotenziale sind hier jedoch beschränkt, obwohl aktuell die Nachfrage nach Energie um ein Vielfaches höher ist als das Angebot. Ein beschränkender Faktor bei der energetischen Verwertung ist die sehr eingeschränkte Transportwürdigkeit der Paludi-Biomasse und aufwendige und kostenintensive Veredelungsprozesse. Und dennoch kann die energetische Verwertung unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel vorhandene Infrastruktur, für die dezentrale Energieversorgung eine sinnvolle Alternative sein. Die stoffliche Verwertung ist und bleibt der Königsweg. Die eingeschränkte Transportwürdigkeit muss aber kein Nachteil sein. Eine regionale Verarbeitung zu Zwischen- und Endprodukten bietet sich dort an, wo die Biomasse erzeugt wird. Dadurch kann die Wertschöpfung in strukturschwachen ländlichen Räumen erfolgen und dort einen Beitrag zur umweltfreundlichen Transformation und zur Entwicklung ländlicher Räume leisten. Abschließend möchte ich noch ein paar wichtige Punkte und offene Fragen ansprechen. Mecklenburg-Vorpommern hat zwar seit über 6 Jahren eine Fachstrategie, wie ich erwähnt hatte, doch passiert ist so gut wie nichts seitdem. In Deutschland wurden erste zaghafte Pilotprojekte mit einer Umstellung der Bewirtschaftung im Betriebsmaßstab auf den Weg gebracht. Das reicht aber nicht, vor allem weil die zeitlichen Vorgaben für die Erreichung der Gewässer- und klimaschutzpolitischen Ziele
sehr ambitioniert sind. Stellt sich also die Frage, wie wir die Paludikultur in die Fläche bekommen können. Wir haben heute keinen gemeinwohlorientierten König mehr und auch der hatte es damals schwer. Der alte Fritz hat im Rahmen seiner Amtszeit nicht nur die Trockenlegung des Oderbruchs gefördert, um die damals vorherrschende Hungersnot zu bekämpfen. Sein zweites großes Projekt, die Einführung der Kartoffel in Preußen, erfolgte auch nicht über Nacht, weil die Untertanen damals keine Kartoffeln anbauen wollten. Kann man sich heute nicht vorstellen. Die Redewendung, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, die wird dem alten Fritz zugeschrieben, der die Bauern mit einer List zum Kartoffelanbau bewegen musste. Er erließ Kartoffelbefehle, schickte Knollenprediger und ließ die Kartoffelfelder rund um Berlin von Soldaten beschützen. Heute haben wir in Europa zum Glück keine Hungersnot mehr und die trockengelegten Moore und die auch heute immer noch uneinsichtigen Landwirte, die die entwässerungsbasierte Moornutzung weiter betreiben wollen, bereiten uns aktuell viel größere Probleme. Es stellt sich abschließend noch die Frage, was getan werden muss, damit Paludikultur in die Fläche kommt und ihren Beitrag für eine nachhaltige Regionalentwicklung leisten kann. Es gibt zahlreiche Hindernisse und Lösungsansätze, auf die ich hier im Detail leider nicht eingehen kann. Und ich möchte Sie auf aktuelle Veröffentlichungen hinweisen, die gerade die Tage erschienen sind, an denen ich mitgearbeitet habe mit Kolleginnen. Und ich möchte ein paar Punkte abschließend noch herausgreifen. Die Möglichkeit, nasse und wiedervernässte Moore in Paludikultur zu nutzen, bedeutet nicht nur für die landwirtschaftlichen Betriebe einen Paradigmenwechsel. Eine großflächige Umsetzung von Paludikultur wird langfristig nur dann möglich sein, wenn die verschiedenen Paludikulturverfahren sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch aus volkswirtschaftlicher Sicht vorteilhaft sind. Der Einstieg in eine nachhaltige, kreislauforientierte Wirtschaft im Bereich der Moornutzung verlangt radikale Änderungen der ordnungs- und agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht müssen die umweltschädlichen Subventionen für die entwässerungsbasierte Moornutzung dringend abgeschafft werden. Nicht nur, weil die Wiedervernässung und die Umstellung auf Paludikultur massiv behindert wird, sondern auch, weil dadurch erhebliche volkswirtschaftliche Schäden verursacht werden. Zweiter Punkt noch. Paludikultur ist ein Novum, habe ich gesagt, und jedes neue Produkt hat eine Markteinführungsphase. Und diese Markteinführungsphase für solche innovativen Produkte kann sehr innovativ sein und wirkt sich in den meisten Fällen eher negativ auf den Gewinn aus, weil die landwirtschaftlichen und auch die weiterverarbeitenden Betriebe zunächst Erfahrung sammeln und in Ernte- und Verarbeitungstechnik investieren müssen. Daher sind in dieser Phase häufig noch keine Gewinne zu erwarten und weil nicht nur der notwendige Technologiewechsel beim Anbau und bei der Verwertung und Weiterverarbeitung kostenintensives und Umsetzungshemmnisse darstellen, muss zugleich mit der Förderung der Etablierung von Paludikultur auch die Weiterverarbeitung der Paludi-Biomasse und die Weiterentwicklung von Paludi-Produkten vorangebracht werden, damit die schwierige Phase der Markteinführung überwunden werden kann. Hierfür müssen zusätzlich flankierende Maßnahmen, Finanzierungsinstrumente eingesetzt werden, damit das Tal des Todes als kritischste Phase bei einem Produktlebenszyklus überwunden werden kann. Zum Abbau der vorhandenen Hemmnisse für die Umstellung auf Paludikultur sollten die landwirtschaftlichen und die weiterverarbeitenden Betriebe ähnlich wie der weiter politisch gewünschten Förderung des Ökolandbaus oder der Markteinführung von alternativen Energien für eine Übergangsphase entsprechende finanzielle Anreize und eine flankierende Förderung erhalten. Ich denke, es ist Ihnen klar geworden, dass Paludikultur viele Vorteile bietet. Ich habe sie nochmal aufgeschrieben.
Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen finden Sie in dem Buch hier oder auf unserer Homepage. Vielen Dank. Vielen Dank für interessante Ideen und auch das Aufpassen auf die Zeit.